Ja, hallo, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir beginnen jetzt endlich leider wirklich mit einer durchaus großen Verzögerung mit unserem Workshop zum Thema KIM. Die Verzögerung kam zustande durch eine Veränderung nochmal im Programmablauf und dann hat der vorherige Workshop noch ein wenig überzogen. Insofern sind wir jetzt erst drauf. Ich hoffe, Sie sind, ich kann das online nicht sehen, noch alle mit dabei geblieben, weil wir uns, glaube ich, heute wirklich einem spannenden Thema zuwenden und das zum zweiten Mal. Wir haben uns im Februar dieses Jahres als HIH das erste Mal zusammen mit der Gematik haben wir eine Veranstaltung zum Thema KIM, also zur Kommunikation im Medizinwesen durchgeführt. Damals ging es um die Grundlagen von etwas, was wir ja leider, wie wir als Ärztinnen und Ärzte wissen, im Gesundheitswesen, viele Patientinnen und Patienten schauen mich etwas ungläubig an, hin und wieder, wenn ich das mal erzähle, was wir einfach noch immer nicht können. Uns nämlich gegenseitig etwas zu schicken, was eigentlich E-Mail ist, und zwar mit Patientendaten. Natürlich können wir uns E-Mails schicken, aber das wäre dann ja nicht in Ordnung, das wissen wir auch. Wir können uns eben keine Patientendaten schicken, wir können uns keine Arztbriefe schicken, wir können uns all das, was uns in der Patientenversorgung wichtig ist, eben nicht direkt untereinander zusenden. Damals haben wir uns eben um die Grundlagen von KIM gekümmert und ich hatte damals schon den Wunsch, und das war auch damals schon unsere Idee von Claudia Dirks, Thomas Jensen und mir, dass wir eine Veranstaltung machen wollen, wo wir KIM in Action zeigen. Denn ich möchte mal sagen, seeing is believing, dass wir wirklich zeigen, wie Ärztinnen und Ärzte sich über verschiedene Arztpraxen hinweg, über die Grenzen von verschiedenen Praxisverwaltungssystemen hinweg und eben auch mit verschiedenen KIM-Providern, also unterschiedlichen Anbietern von KIM, Nachrichten schicken, Patientendaten, Arztbriefe austauschen. Natürlich schicken wir heute hier keine echten Patientendaten, das ist klar, es geht ja hier jetzt öffentlich. Aber wir wollten das schon im Mai zeigen, da hat es leider noch nicht ganz funktioniert. Wir wollten es im September zeigen, da haben wir die Veranstaltung nochmal verschieben müssen. Es hat ein bisschen gedauert, bis dann alle soweit waren, aber jetzt sind wir soweit. Mein Dank gilt schon jetzt allen, die heute dabei sind, den Herstellern der PVS-Systeme, den KIM-Providern, die, als wir nochmal nachgefragt haben, gesagt haben, okay, jetzt können wir das zeigen, und zwar auch eine ganze Menge. Und ich danke natürlich ganz herzlich den Kolleginnen und Kollegen, den Ärztinnen und Ärzten, die heute hier im Stream sind, die uns gleich zeigen, wie sie aus ihren Praxen heraus mit ihren jeweiligen Praxisverwaltungssystemen eben KIM uns demonstrieren. Ich will jetzt ganz kurz mit Ihnen durch die Agenda gehen. Ich möchte aber noch eine Vorbemerkung loswerden. Das, was wir heute machen, ist ein Workshop. Und das heißt aus guten Gründen Workshop, weil wir nämlich etwas zeigen, was, ich hatte es ja am Anfang schon mal erwähnt, wir bisher seit 15 Jahren, obwohl es das eigentlich alles längst gibt, im Gesundheitswesen nicht können. Wir senden uns gegenseitig digitale Nachrichten, sicher. Und wir zeigen das für ein Gesundheitswesen, das eben sehr heterogen organisiert ist. Wir wissen das alle, wir haben verschiedenste Sektoren, wir haben mehrere 10.000 kleine Unternehmen, das sind die Arztpraxen in Deutschland, im Grunde sogar weit über 100.000. Wir sind also sehr heterogen und vielfältig organisiert. Und dazu haben wir auch sehr heterogene und vielfältige Anbieter von Informationstechnologie. Viele Ärztinnen und Ärzte nutzen sehr viele unterschiedliche Programme. Und das bringt natürlich mit sich, dass das eine große Herausforderung ist. Das ist eine Herausforderung für unsere Veranstaltung heute hier. Das ist aber auch eine Herausforderung für alle Beteiligten und für die Technologie. Und noch etwas, wir sind eben in einer Einführungsphase. Und am Anfang ist eben nicht alles perfekt. Es gibt eben, und das ist sicherlich auch nicht sinnvoll, kein Big Bang, wo über Nacht alles funktioniert. Da ruckelt und da hakt es und vielleicht sehen wir auch gleich was davon. Und ich bitte dann nicht gleich in Häme zu verfallen, dass wir jetzt sehen, dass es ruckelt. Wir gucken, wie es läuft und wir wollen zeigen, dass es läuft. Aber man kriegt eben nur raus, ob es Probleme gibt und welche Probleme es gibt, wenn man es denn endlich auch tut. Wenn man jetzt noch einmal wieder ein Jahr oder sogar zwei Jahre einfach nur wartet, dann kann man zwar darüber nachdenken, was nicht funktionieren könnte, man kriegt es aber nicht raus und man kann es auch nicht verbessern. Hier nun also unsere Agenda. Ich muss Ihnen vorher, bevor ich die Agenda zeige, mal kurz meine Kolleginnen und Kollegen vorstellen. Also mein Name ist Philipp Stachwitz, ich bin der Director Medical Care des Health Innovation Hub und ich bin außerdem regelmäßig noch in einer Arztpraxis tätig. Ich weiß also selbst, worum es hier geht und ich wünsche mir auch sehr, dass das gut funktioniert für uns alle. Dann möchte ich vorstellen Claudia Dirks. Sie ist zuständig für Kommunikation im Health Innovation Hub. Claudia Dirks bedient das Slido, also nimmt auch ihre Fragen entgegen. Claudia Dirks hat vorhin auch schon informiert, dass wir eben eine gewisse Verzögerung haben.
Und dann haben wir noch Thomas Jensen von der Gematik. Ich glaube, ich darf ihn auch Mr. Kim nennen aus der Gematik. Er ist Produktmanager für Kim. Also ich glaube, es gibt in der Gematik zumindest niemanden, der so viel weiß über Kim, sein Mann ganz tief unter die Motorhaube wie Thomas Jensen. Ist das richtig beschrieben? Gut. So, jetzt unsere Agenda. Wir sind jetzt an dem Punkt der Begrüßung, das sehen Sie. Und warum wir einen Kim-Workshop machen. Thomas Jensen wird uns gleich ganz kurz erzählen, wo wir mit Kim stehen. Und dann machen wir 3 Sessions. Wir zeigen live den elektronischen Arztbrief. Da sind 4 Ärztinnen und Ärzte dran beteiligt, 3 Praxisverwaltungssysteme, 3 Kim-Dienste. Wir zeigen dann in einer zweiten Session die elektronische Nachricht. Das ist noch etwas anderes als ein elektronischer Arztbrief. Mit 3 Ärztinnen, 3 verschiedenen PVS und ebenfalls 3 Kim-Diensten. Und dann möchten wir gerne in einer letzten Session noch die EAU zeigen. Das geht etwas schneller. Da schickt einfach ein Arzt an eine Krankenkasse eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die EAU. Wir haben Zeit für Diskussionen und Fragen am Ende und auch mittendrin. Claudia Dirks wird uns immer wieder interessante Fragen mitgeben aus dem Chat. Und ich möchte jetzt Thomas Jensen bitten, dass er uns einfach ein paar einführende Worte gibt zum Thema Kim. Dafür müssen wir ganz kurz die Folien wechseln. Genau, und das mache ich sehr gerne. Und ehrlich gesagt hatte ich mir vorgenommen, heute gar keine Folien zu zeigen, denn man muss auch ganz klar attestieren, wir haben in der Vergangenheit sehr, sehr viele Folien immer gezeigt und immer nur angekündigt. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig auf diesen Tag, auf diese Vorstellung, denn wir haben heute Industrievertreter an Bord und echte Nutzer, die zeigen, wie Kim live in ihrer Praxis funktioniert und kriegen da sehr, sehr ehrliches Feedback heute. Wir brauchen, und das ist jetzt kein Geheimnis, Philipp Stachwitz hat gesagt, einen sektorübergreifenden E-Mail-Dienst, der entsprechend dem Stand hält, was wir eben brauchen, und zwar sektorübergreifende Kommunikation. Und der muss entsprechend so geeignet sein, dass wir die vielen Akteure, ich habe sie hier mal dargestellt, miteinander verbinden über einen einheitlichen Vertrauensraum, über eine bundeseinheitliche Absprungbasis. Und das ist Kim. Ich würde gerne in der nächsten Folie mal darstellen, wo wir mit Kim derzeit stehen. Denn Kim ist bereits, wie ich finde, ein sehr, sehr lebendiger Dienst. Man muss ehrlicherweise, und so viel gehört es auch dazu, zu sagen, so richtig gestartet ist Kim erst im Oktober diesen Jahres. Denn wir haben mit Kim oder insbesondere mit der Festlegung, dass die elektronische Krankschreibung, also die sogenannte EAU, ab dem 1.10. über Kim direkt an die Krankenkassen übermittelt werden soll, erst so richtig Traffic und können auch schon mit den allerersten Zahlen, wie ich hier mal dargestellt habe, schon aufwarten. Wir können, ich denke, auch mit Stolz sagen, dass wir mittlerweile 50.000 Kim-Installationen haben in der Bundesrepublik. Ganz vorn, ganz hoch im Kurs natürlich die Arztpraxen, MVZ, dicht gefolgt von den Zahnarztpraxen. Auch Apotheken haben sich bereits an Kim angeschlossen, Krankenhäuser, Psychotherapie. Und ich habe in letzter Woche im Report gesehen, dass sich bereits auch 8 Kranken- und Altenpflegeeinrichtungen an Kim angeschlossen haben. Und das ist genau das, was passieren soll. Dieses E-Mail-Verfahren lebt natürlich auch von Netzwerkeffekten, machen viele mit, kann ich viele finden und kann natürlich entsprechend sicher kommunizieren. Okay, gemessen seit Oktober haben wir 500.000 Transaktionen, ich sage jetzt mal so pauschal 500.000 Kim-Nachrichten, mittlerweile 50.000 E-Arztbriefe und wen wundert's, 200.000 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Mit dem Report von heute kommen noch mal 20.000 on top. So, was ist noch geplant mit Kim? Wir werden nicht nur, ich sag mal, Verwaltungsvorgänge wie Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und versorgungsrelevante Themen wie Arztbriefe auf Kim sehen, sondern wir sehen auch, dass aus den anderen Sektoren wie im Zahnärztebereich bereits Heil- und Kostenpläne erprobt werden und eben auch über Kim übermittelt werden, entsprechend an die Krankenkasse. Ebenso Labordaten, aber auch Abrechnungsdaten. Und damit sehen wir, dass Kim nicht einfach nur ein E-Mail-Dienst ist, sondern eben geeignet ist für den Daten, für den elektronischen Datenaustausch, und zwar im gesamten Gesundheitswesen.
Okay, ich denke, das wäre eine kleine Einleitung. Darf ich hierzu schon mal was einwerfen? Ja. Du sagtest gerade gesamtes Gesundheitswesen. Ich habe eine Frage aus einer Psychotherapeutenpraxis, nehme ich an, ob es da spezielle Anforderungen gibt oder ob die den KIM-Dienst genauso benutzen können wie andere Ärzte auch. Genau, also natürlich, man braucht erstmal diese gewisse Grundausstattung, über die jede Praxis mittlerweile verfügt. Konnektoren, Kartenterminals, elektronische Identitäten, das ist ganz wesentlich. Und wir haben in der Gematik Zulassungsverfahren und wir verfügen jetzt mittlerweile über eine Vielzahl von zugelassenen KIM-Anbietern. Von daher kann man sich am Markt entsprechend orientieren. Meine Empfehlung wäre jedoch, sich entsprechend mit dem Dienstleister der Praxis oder des Psychotherapeuts mal in Verbindung zu setzen und mal schauen, was der entsprechend auch empfiehlt. Das ist unsere Erfahrung. Darf ich noch eine Frage anschließen gleich? Na klar. Wir hatten ja auch schon in der Vorbesprechung besprochen, also um das nochmal klarzustellen, alle Konnektoren, die am Markt sind, können jetzt KIM, genau. Das richtig verstehe. Alle Exakt. Konnektoren können auch qualifizierte Signatur, die in Teilen, die wir zum Beispiel für Arztbriefe brauchen. Und Arztausweise und ich glaube auch Psychotherapeutenausweise, aber zumindest elektronische Arztausweise sind in allen Ärztekammern ja verfügbar. Also wer noch keinen hat, kann einen bestellen. Exakt, genau. Und ich habe jetzt gehört, dass schon weit über 100 Praxisverwaltungssysteme im Prinzip, soll ich das so nennen, KIM-ready sind, das heißt auch KIM umsetzen können. Das heißt, die Chance, dass wer hier zuschaut, mit einem Praxisverwaltungssystem unterwegs ist, was KIM kann, ist sehr, sehr hoch, würde ich sagen. Genau so ist es, genau, exakt. Okay, gut. Super. Claudia hat auch noch eine Frage direkt aus dem Chat. Genau. Ob Labore auch diesen Dienst nutzen können beim Hin- und Herschicken? Genau. Also Labore können selbstverständlich diesen Dienst auch nutzen. Fakt ist, sie brauchen entsprechend die Technik, die dafür notwendig ist. Wir hatten es gerade gesagt, Konnektoren, Kartenterminals und die entsprechenden Karten, SMCB im ganz Wesentlichen. Und dann kann natürlich ein Labor eben auch an der Kommunikation teilnehmen. Zum Beispiel Laborbefunde direkt an die anfordernde Hausarztpraxis schicken zum Beispiel. Okay, und man findet sowohl die Laboradressen als auch also im ganz normalen Register? Okay. Genau, das ist vielleicht auch ganz wesentlich zu sagen. Wir haben ein einheitliches Verzeichnisdienst oder ein Adressbuch und in dem kann man nach gewissen Kriterien suchen und auch entsprechend dann auch Labore dann finden, sofern sie sich für eine KIM-Adresse, muss man ja fairerweise sagen, entschieden haben, sind die auch entsprechend auffindbar, exakt. Ich glaube, bitte. Nee, ich will eine ganz kurze organisatorische Frage, die immer wieder auftaucht, nochmal beantworten. Wir zeichnen den Workshop auf oder das Webinar auf und werden es auch in den kommenden Tagen auf unserer Seite zur Verfügung stellen für alle, die heute nicht dabei sind. Oder es gibt an einigen Stellen ein paar Störungen, habe ich mitbekommen. Ich hoffe, die sind jetzt, wir haben hier keine Störung. Aber es ist auf jeden Fall im Nachgang, kann man es auf der Seite des HIHs abrufen. Und ich würde gerne Achso, bitte noch. ob zu den Kliniken auch Reha-Kliniken gehören, war eine Frage. Genau, grundsätzlich ja. Dreh- und Angelpunkt, ob man Teilnehmer ist an der Telematik-Infrastruktur und damit auch an KIM ist immer die sogenannte Identität, also die Berechtigung zum Eintritt in die Telematik-Infrastruktur und auch Reha-Kliniken sind sicherlich auch Teil der Telematik-Infrastruktur. Da gibt es sicherlich gesetzliche Regelungen, kann man auch nochmal nachlesen, ob jetzt eine reine Reha-Klinik schon von vornherein mit bei ist. Ich meine nein, zumindest ist es aber angedacht gesetzlich, dass sie auch zukünftig entsprechend ja, dann auch Teilnehmer von KIM sein kann. Super, ein Punkt noch zum Verzeichnisdienst nochmal. Ich glaube, das ist ganz wichtig fürs Verständnis und aus meiner Sicht auch ein ganz wesentliches Plus von KIM. Der Verzeichnisdienst wird, wenn er voll gefüllt ist, wie viele sind jetzt im Verzeichnisdienst im Moment ungefähr drin, so also, größenordnungsmäßig? Jetzt kann man ein bisschen mit Zahlen werfen. Ja. Also grundsätzlich haben wir über 300.000 Basisdateneinträge. Ja, okay. Das sagt erstmal was darüber aus, wie viele SMCB und HBA, also die Institutions- und natürliche Personenidentitäten drin sind. Und diese werden entsprechend regelmäßig gefüllt von den zuständigen Organisationen. Das heißt, zu diesen Einträgen können natürlich auch KIM-Adressen früher oder später zugeordnet werden.
Wir gehen davon aus, dass der Großteil der E-Mail-Adressen dann den SMCB-Karten zugeordnet werden. Das heißt werden. Den Praxen. Das sind dann Institutionen, die ich anschreiben kann. Ich finde, das ist ein ganz entscheidender Vorteil, wenn ich einen Verzeichnisdienst habe, dass ich eben darin suchen kann, dass ich eben heute habe ich durchaus, stehe ich immer wieder vor dem Problem, ich will eine Praxis, wo ein Patient ist, will die anschreiben, will die kontaktieren und habe Mühe, die zu finden. Also dann finde ich vielleicht deren Webseite oder ich finde die über das Arztverzeichnis der KV, dann muss ich da anrufen, dann geht es eben nicht. Mhm. Und das heißt, die kann ich in Zukunft darüber suchen. Genau. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem ersten. Wir gehen jetzt sozusagen in die Live-Demonstration. Wir würden dann jetzt das erste Zoom-Meeting starten. Ich darf hier erstmal recht herzlich begrüßen. Wir sind jetzt auch selber schon in dem Zoom-Meeting. Ich muss mal gerade unsere Regie angucken. Okay, das heißt, jetzt frage ich einmal erstmal in das Zoom-Meeting hinein. Da sind jetzt die Kolleginnen und Kollegen. Wir fangen jetzt an mit einer Zoom-Session unserer sogenannten E-Arztbrief-Session, also Session 1, wo jetzt mehrere Ärztinnen und Ärzte sich hintereinander sozusagen Arztbriefe schicken. Wir haben heute in unserer Session die Frau Dr. Eigen aus Berlin. Dann haben wir den Herrn Dr. Duong aus Wittmund. Wenn ich das richtig sage, müssen Sie nicken, Herr Duong. Ja, das ist Wittmund. Dann haben wir die Hausarztpraxis Seelinger in Lampertheim. Das ist eine größere Hausarztpraxis, also ein hausärztliches MVZ. Und wir sehen hier Herrn Hermann, das ist der Praxismanager, der heute das hier für uns macht. Und dann sehen wir noch eine Berliner Praxis. Das ist der Kollege Herr Fasold in Berlin-Tempelhof, wie wir in dem Hintergrund sehr schön sehen können, Herr Fasold. Gut, wir würden jetzt starten mit der Frau Dr. Eigen. Frau Kollegin Eigen, können Sie uns hören gut? Ja, ich kann Sie gut hören. Hallo aus Berlin, hier in Berlin-Köpenick. Wir sind eine hausärztliche Praxis, bunt aufgestellt, was man als internistischer Hausarzt so tut, und werden heute einen Brief verschicken an den Kollegen Seliger. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil für uns, denn es ist ja schon absurd, was wir tun. Wir schreiben Briefe elektronisch oder erstellen sie elektronisch, drucken sie auf Papier aus, schicken sie mit der Post oder einem anderen Anbieter irgendwo hin. Dort wird es gelesen, wieder gescannt, elektronisch abgespeichert. Und diese ganzen Schritte können wir doch so ein bisschen umgehen, wenn wir von vornherein den E-Arztbrief nutzen. Ich finde es eigentlich super und kann mir nur wünschen, dass viele auch meiner Kooperationspartner oder Kollegen, mit denen ich im Netzwerk zusammen bin, das auch so nutzen. Und deswegen starten wir das jetzt mal. Genau, super. Wenn Sie, bevor Sie Ihren Bildschirm teilen, noch einmal der Hinweis, den ich mir ja schon bei der Generalprobe immer gesagt habe, noch mal gucken, keine Patientendaten sichtbar. Wir arbeiten natürlich hier nur mit Pseudodaten sozusagen, auch nicht mit echten Arztbriefen. Ja, aber wenn das geregelt ist, Frau Eigen, dann freue ich mich sehr, wenn Sie Ihren Bildschirm mal teilen und uns zeigen, wie Sie den Arztbrief erstellen und dann den Herrn, die Praxis Seelinger auch suchen dann im Verzeichnisdienst, würde ich sagen. So, wir sind jetzt bei Herrn Jens Musterbrief drin und Herr Jens Musterbrief war bei uns und hat ein Schlafapnoe-Screening bekommen und wir erstellen jetzt einmal einen Brief. Kleinen Moment dauert es immer, ne, ehe die PVS reagiert, da ist es aber schon dabei. Wir haben also hier den Arztbrief schon in der Vorlage, den können wir noch befüllen. Das sparen wir uns jetzt und bringen den auf den Weg. Und wenn wir ihn auf den Weg bringen, gehen wir den Button E-Arztbrief bereitstellen und versenden. Müssen natürlich den KIM-Dienst auswählen und den entsprechenden Empfänger, die Praxis Seliger. So, jetzt sehen wir hier, da wird im Verzeichnisdienst gesucht, ne? Im KIM-Verzeichnisdienst. Genau, exakt. Dauert einen Moment. Da sind Sie. So, und da wissen Sie, die ist in Lampertheim und da wissen Sie, dass die Hausarztpraxis und an die wollen Sie schreiben. Der Kollege Seelinger hat offenbar auch noch eine persönliche Adresse, nehme ich an, ne? Aber Sie wollen ja an die Praxis schreiben, dann kann das jeder in der Praxis im Zweifel öffnen, was wahrscheinlich in dem Fall sinnvoller ist. Ja, bitte. Genau, das machen wir, haben wir also angeklickt, der Empfänger ist zu sehen und wir versenden den Brief jetzt direkt. Man kann ihn auch zwischenspeichern, aber wir wollen das jetzt ja einmal sehen, wie das live funktioniert. Natürlich immer mit ein bisschen Verzögerung, das kennen wir alle, auch wenn wir E-Mails abrufen. Manchmal dauert es einen Moment. Geht jetzt also weiter. Genau, wenn ich kurz mal einhaken darf. Jetzt passiert im Hintergrund die Magie. Jetzt wird diese E-Mail entsprechend
signiert und automatisch verschlüsselt. Darum muss sich jetzt die Praxis also dann nicht mehr selber kümmern. Genau. Sie sehen jetzt, der wurde erfolgreich versandt. Wir gehen auf OK und sind damit fertig. Und es erfolgt auch ein Rückschrieb in unsere Karteikarte, wenn wir ihn dann abgespeichert haben. Genau. Das heißt, Sie sehen jetzt auch in Ihrer Karteikarte natürlich sozusagen eine Kopie. Das heißt, Sie müssen auch nicht mehr wie beim Papierbrief nochmal eine Kopie machen oder selbst wenn Sie schon elektronisch unterwegs wären, sonst Sie müssen es auch nicht scannen und dann wieder ablegen, sondern Sie haben einfach die Kopie, so wie bei einer E-Mail. Bevor wir jetzt zur nächsten... Bitte, die Claudia Dirks hat eine Frage, ich glaube schon aus dem Genau, Chat. Frau Eiger, nicht erschrecken, weder über die Stimme, die sich jetzt an Sie wendet, Claudia Dirks hier, noch über die Frage, die im Chat gestellt wurde, aber es erscheint mir als richtiger Zeitpunkt, dies zu tun. Das, was du, lieber Thomas, immer als Magie bezeichnest, ja, gibt eine Frage aus dem Chat, ob per Kim auch Nachrichten und Anlagen mit Virus verschickt werden können. Und kann diese auf dem Transportweg dann geprüft werden? Oder liegt es in der Verantwortung des Senders und Empfängers, sein System zu schützen? Genau, also grundsätzlich ist der KIM-Dienst so konzipiert worden, dass eben die Daten, die dort verschickt werden, Ende zu Ende verschlüsselt werden. Was bedeutet das? Dass der Transportweg komplett abgesichert ist und abgesichert wurde. Das heißt, wir haben gar keine Möglichkeit, dort zentral draufzugehen und da reinzugucken. Aus gutem Grund, denn da sind nämlich sensible Daten drin, Patientendaten, die gehören einfach nicht zentral gescannt. Das bedeutet also, dass wie auch jetzt schon die Festlegung und die Empfehlung der entsprechenden Sektoren auch hier greifen, dass diese entsprechenden Sicherheitsmechanismen nach wie vor Gültigkeit haben in der Arztpraxis, sowohl in der sendenden Arztpraxis als auch in der empfangenden Arztpraxis. Das heißt, man muss sich weiterhin gegen Themen, die sozusagen dadurch kommen, entsprechend schützen. Weil die Viren mit verschlüsselt werden und dann werden sie halt verschlüsselt versandt, die Viren, aber wären dann böse, wenn sie entschlüsselt werden, deswegen braucht man einen Virenscanner auf Deutsch. Exakt, genau. Okay. Eine Frage noch, Frau Eigen, bevor wir dann wechseln und gucken, ob Ihr Brief auch, ob Ihr E-Arztbrief auch angekommen ist. War das für Sie komplex? Sie dürfen auch schon wieder, glaube ich, sich ich habe schon letztes Problem gehabt mit dem Wort. Teilen den Bildschirm, genau, sich entteilen sozusagen. War das sehr komplex für Sie, die KIM-Installation, also dass das ans Laufen kam in Ihrer Praxis oder würden Sie das als überschaubar oder wie war das? Also für mich persönlich der Aufwand sehr überschaubar, da ich einen wirklich guten PVS-Anbieter habe, mit denen wir sehr gut und gerne kooperieren. Wirklich ohne Probleme für mich als Nutzerin, sage ich immer, das soll gut funktionieren. Und ich finde vor allem auch die Struktur, wie ich einen E-Arztbrief verschicken kann, wirklich Klick und auswählen, wohin, das ist eigentlich super. Und es ist eben sicher, da ja die Daten, die wir ansonsten gerne per Fax, ich will jetzt gar nicht von E-Mail-Anhängen reden, einfach nicht sicher sind. Und das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, um die Briefe zu versichern und zu versenden. Und wenn vor allem auch Krankenhäuser, also Sektoren übergreifend damit gearbeitet werden könnte, wäre es einfach genial. Auch um noch ausstehende Befunde hinterher zu schicken. Das ist ja das Problem, was wir immer haben. Das wäre eine gute Sache. Ja, also erstmal vielen Dank, Frau Eigen. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das denn auch funktioniert hat. Das ist ja jetzt das Entscheidende. Herr Hermann in Lampertheim sitzt da in der Praxis von der Kollegen Seliger, auch eine Hausarztpraxis, der Sie jetzt was geschickt haben. Herr Hermann, wie sieht's aus bei Ihnen? Wollen Sie Ihren Bildschirm teilen? Achtung, keine Patientendaten. Sehr gerne. Gut, super. Genau. Also dann erstmal herzlich willkommen auf meinem Bildschirm hier in Südhessen. Wie Herr Stachwitz ja schon einleitend gesagt hat, wir sind hier im heterogenen Feld unterwegs. In meinem konkreten Fall ist auch das PVS-System heterogen, was KIM angeht, denn Sie sehen hier MediStar eingebunden. Als KIM-Dienst ist jedoch nicht der CGM-eigene Dienst, sondern der Dienst der KBV, nämlich KV-Docs. Hier war die Installation soweit so unspektakulär. Am Anfang hat es ein bisschen gehakt. Ein weiterer Technikertermin hat dann das Problem lösen können. Und jetzt sind wir lauffähig. Und genau, jetzt öffne ich mal das entsprechende Postfach und schaue, ob die Nachricht auch eingetroffen ist. So, da hat er im Hintergrund den Abruf schon gemacht. Genau, da ist also ein Arztbrief angekommen von der Frau Dr. Eigen, und zwar um 16:42 Uhr. Das war also jetzt eben gerade.
betrifft unseren Musterpatienten, den Herrn Jens Musterbrief. Und das für mich Relevante oder im Alltag Relevante sind die Anhänge, die damit verschickt werden. Ja, da wurde ja, glaube ich, schon auch drauf eingegangen. Relevant ist eigentlich nur das PDF mit dem eigentlichen Inhalt. Der Rest ist nur schmuckes Beiwerk für den sicheren Transfer. Und dann schaue ich das PDF mir einfach mal an. Und da sehen Sie, dass der Arztbrief eben erfolgreich angekommen ist mit, ja. Genau. Ja, das ist ja schon, also so weit so unspektakulär am Ende, aber es ist eben doch einfach möglich. Ne? Es ist einfach möglich, das, was wir seit 20 Jahren alle im normalen Alltag machen, uns E-Mails schicken, das können wir jetzt auch mit Patientennamen drin. Ja. Kann man das auch, eine neue Frage aus dem Chat, wir haben jetzt einen Arztbrief, E-Arztbrief verschickt, kann man mehrere Patientenbriefe auf einmal an eine Praxis versenden? Mhm. Oder müsste das einzeln passieren? Also grundsätzlich funktioniert KIM ja wie eine herkömmliche E-Mail, nur eben oft in der Telematik-Infrastruktur. Von daher stehen einem dann genau die Mittel dann zur Verfügung, die ich dann im Frontend habe, entsprechend was das Primärsystem an Funktionen mitbringt. Also durchaus können an eine Praxis auch mehrere Dateianhänge geschickt werden oder eben von einer Praxis mehrere Praxen gleichzeitig adressiert werden. Ich würde gerne direkt weiter bitten, dass jetzt die Praxis in Lampertheim selber mal einen Arztbrief erstellt, damit wir weiter über die Systemgrenzen hinweg schicken, weil wir sehen, es dauert einfach immer einen Moment, bis das dann doch gezeigt ist und wir wollen ja noch eine ganze Menge zeigen. Sie machen jetzt einen Arztbrief, wem wollen Sie schreiben? Sie schreiben dem Kollegen in Berlin, ne? So ist es, dem Herrn Dr. Fasold schreiben wir jetzt mal und auch wieder betreffend unseres Musterpatienten hier, dem Herrn Jens Musterbrief, den habe ich mir mal aufgerufen, die Akte ist natürlich nackt, weil wir dort keinen Inhalt haben, aber soweit unproblematisch. Ein weit gereister Patient. Genau, jetzt schreiben wir doch mal dem Herrn Fasold einen Brief. Auch das, was vorhin schon angesprochen wurde, um dem Herrn Fasold einen Brief zu schreiben, muss ich erstmal seine Adresse kennen, aber das macht es mir ja einfach, dass es den Verzeichnisdienst gibt. Ich gebe also den Namen hier in dem Fall in MediStar ein. Der Verzeichnisdienst wird durchsucht und dann müsste eigentlich auch relativ schnell das Ergebnis kommen. Genau, da haben wir ihn, Praxis Dr. Oliver Fasold, Tempelhofer Damm. Da ist die entsprechende KIM-Adresse. Dann wähle ich den als Rezipienten aus, gehe in meiner Maske weiter. Jetzt könnte ich natürlich, was dann im Alltagsgeschäft sehr interessant wäre, alle möglichen Sachen anhängen. Also gerade im spezifischen Fall als Hausarztpraxis, wir schicken gerne die letzten Laborwerte und so weiter mit. Aber ja, der Patient ist ja eben recht nackt, deswegen kein Inhalt, außer ein kleines Anschreiben an den Herrn Dr. Fasold und dann schicken wir die KIM-Nachricht auch schon raus. Jetzt zeigt ihr mir nochmal eine kleine Übersicht der Metadaten sowie des kleinen Textes, den ich geschrieben habe. Ich bestätige, dass der Patient damit einverstanden ist, dass die Datenübertragung stattfindet von Praxis zu Praxis mit seinen Behandlungsdaten und versende dann die KIM-Nachricht. Das ist eine Frage, die müssen wir ja heute auch klären, auch wenn wir einen Arztbrief versenden an jemand anderen, also wen auch immer, ob ich aus dem Krankenhaus raus, wenn ich einem anderen Arzt einen Arztbrief schicke, muss ich grundsätzlich wissen, ob der Patient damit einverstanden ist. Auch das brauche ich heute, das holen wir in der Regel ja nicht immer schriftlich ein, das muss nicht überall sein, aber das ist das, was hier durch einen Klick sozusagen einfach bestätigt wird. Ne? Okay. Nochmal eine Frage an Thomas. Technisch haben wir schon, wir sprechen immer von E-Mail. Ich glaube, das ist nicht ganz falsch. Ne? Technisch ist KIM E-Mail erstmal. Genau, exakt. Aber der E-Arztbrief ist etwas Spezielles, spezifiziert genau. Unter anderem durch die KBV. Und zwar, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ein E-Arztbrief eigentlich eine E-Mail, so wie wir sie alle kennen, mit Anhängen. Also ein Anhang ist der Arztbrief selbst, der hängt an der E-Mail dran und dann noch eine Information irgendwie. Genau, und da sind noch technische Merkmale in der E-Mail im Bauch quasi enthalten, dass das empfangende System das auch zum Beispiel dann entsprechend weiterverarbeiten kann zur Automatisierung. Ja. Okay, das heißt, auch vielleicht Herrn Herrmann noch mal gefragt, wir haben das jetzt nicht gezeigt, das ist auch in jedem System ein bisschen anders, aber grundsätzlich hätten Sie die Möglichkeit, wenn Sie selber einen Patienten, den haben Sie ja, Jens Musterbrief, Sie hätten schon den Brief, den Sie von der Frau Eigenfohlen bekommen haben, im Prinzip automatisiert einlesen, also hineinnehmen können in genau die Akte, damit nicht jemand von Hand ständig sortieren muss, zu genau. Welchem Patienten gehört das, sondern eigentlich würde das System das verstehen.
Genau. Beziehungsweise gibt es da natürlich mehrere Optionen. Das kann dann jeder Anwender machen, wie er es für richtig hält. Entweder direkt in die Akte mit einbuchen, dass der Brief dort auftaucht, oder dann die Anhänge, die relevant sind, exportieren und ins Archivierungssystem übernehmen. Das gibt ja durchaus Praxen, die vielleicht auch diesen Weg bevorzugen. Ja, aber die Zuordnung zum Patienten ist definitiv unproblematisch möglich. Aber das heißt, die E-Mail bringt eben, also die E-Mail oder die KIM-Nachricht bringt diese Metainformationen mit. Dann würde ich sagen, dann hören Sie jetzt auf, Ihren Bildschirm zu teilen, und wir gehen mal wieder in unsere Session und sehen dann jetzt als nächstes Herr Fasold jetzt bei uns. Wir sehen ihn links oben offen. Ich glaube, sehen alle links oben. Hallo, Herr Fasold. Hallo aus Berlin Tempelhof. Ich würde meinen Bildschirm freigeben. Bitte keine Patientendaten, ne? Genau. Ja, habe ich das sozusagen anonymisiert, und Ihnen zeigen, wie das bei mir aussieht in meiner Praxissoftware Epicur. Sie sehen auf der linken Seite die verschiedenen Optionen in der Praxissoftware und unter anderem die Patientenakte, Labordaten, und jetzt bin ich hier in der Nachrichtenzentrale im KIM-Postfach. Die ganzen Nachrichten, die Sie hier drin sehen, sind alles Nachrichten, die wir im Rahmen der KIM-Feldtests vor wenigen Monaten ausgeführt haben, um zu überprüfen, ob es direkt nach dem Connector-Anschluss sozusagen funktioniert hat. Ich muss hier in meiner Praxissoftware rechts oben die KIM-Nachrichten manuell abholen. Da gehe ich jetzt drauf und hoffe, dass die Nachricht jetzt da ist. Ganz normal. Okay, das haben wir schon gesehen. Manchmal gibt es da ein bisschen Verzögerung, ne? Ja. Alternativ könnte ich in der Zwischenzeit... Ah, da ist sie. Moment. Nachricht abholen, erfolgreich beendet. So. Sogar zweimal angekommen. Warum auch immer. Ich gehe da jetzt rein. Die Lesebestätigung wird angefordert. Die sende ich gerne. Auch das dauert einen kleinen Moment. Und sehe jetzt hier die Dokumente, die angekommen sind. Hier der signierte E-Arztbrief PDF von dem Dr. Herrmann. Den öffne ich jetzt mal. Und sehe, dass die Testnachricht aus der Praxis Seelinger in Lampertheim angekommen ist bei mir. Ja, Magic. Magic. Nein, aber gut, also es ist, wir sind es ja alle schon längst gewohnt, aber immerhin, es ist ein Arztbrief angekommen, verschlüsselt, eben den könnte ich jetzt auch, oder können Sie auch mit echten Patientendaten schicken, und auch Sie könnten den jetzt aufgrund der Daten, weil Sie haben ja auch schon eine Akte für den Patienten, Herr Fasold, könnten den wahrscheinlich auch direkt könnte ich jetzt einfügen, ne? Automatisiert. Aber ich nicht ein, weil ich sozusagen schon einen anderen Brief vorbereitet habe, den ich gleich nach genau. dem Bund. Dann würde ich aber vorschlagen, dass Sie jetzt einfach mal selber einen nächsten Arztbrief verschicken an den Kollegen. Jetzt geht es nochmal, wir sind jetzt wieder in Berlin gelandet, einmal von Hessen aus, und jetzt gehen wir nochmal an die Nordseeküste nach Wittmund, und Sie schicken da einen Brief hin, Herr Fasold, ne? An den Kollegen Duong. Genau, gar nicht so ungewöhnlich, dass Patienten hier zum Beispiel arbeiten, aber noch ihren Hausarzt in der alten Heimat an der Nordsee haben. Deswegen ist das eine Situation, die mir nicht fremd ist. Ich gehe jetzt in die Patientenakte rein. Sie sehen hier die Übersicht des Patienten, sehen, dass ich hier mehrere Arztbriefe verfasst habe und einen Arztbrief hier bereits signiert habe mit meinem Terminal. Gehe jetzt hier auf die rechte Seite und hier habe ich die Option, Moment, wo ist es, versenden. Als KIM-Nachricht, als E-Mail will ich es natürlich nicht versenden. Und das sieht jetzt ganz ähnlich aus wie in den anderen PVS, die wir gesehen haben. Gehe auf mein Adressbuch, habe hier meine Zuweiser. Wie Sie sehen, ist kaum jemand aus Berlin dabei. Ich habe alle zwei Wochen in letzter Zeit mal geguckt, ob meine Zuweiserpraxen aus Tempelhof-Schöneberg oder Berlin-Kreuzberg oder Neukölln dabei sind. Das sieht leider noch sehr dünn aus, aber da ich ja mit der Praxis Duong auch ansonsten viel kommuniziere, wähle ich die jetzt einfach aus. Moment, als Empfänger übernehmen.
Könnten Sie, also wir müssen es jetzt nicht ausprobieren, aber Sie könnten jetzt auch noch eine, ich weiß ja sonst keiner jetzt von unserem Test hier, aber Sie könnten noch eine weitere Praxis auch dazu nehmen. Genau, ich könnte jetzt, das ist auch tatsächlich nicht selten, dass wir als Fachärzte natürlich von zum Beispiel vom Orthopäden Überweisung bekommen und ich möchte den Bericht dann eben auch zusätzlich noch an den Schmerztherapeuten Dr. Stachwitz und an die Hausärztin Dr. Eigen schicken. Ne? Auf jeden Fall, jetzt aber, Arbeit. Aber wenn der Patient einverstanden ist, damit das nicht verloren geht. So, ich würde auch hier eine Lesebestätigung oder eine Zustellungsbestätigung am besten anfordern. Gehe auf Senden. Die Mail wurde erfolgreich versandt. Ich habe auch hier die Rückmeldung im PVS, KIM-Nachricht. Das heißt, man sieht sozusagen unmittelbar unter dem Arztbrief, dass die KIM-Nachricht rausgegangen ist. Lieber Herr Fasold, ich habe noch mal eine Frage aus dem Off, beziehungsweise aus dem Chat. Müssen Sie jetzt auch nicht machen, aber vielleicht erklären, der gerade empfangene Arztbrief, ist das schwierig, den in eine entsprechende Patientenkartei einzubinden? Ist das umständlich? Ist nicht umständlich, man geht im Grunde genommen nur drauf. Ich kann mal kurz gucken. Moment, wo sind wir hier in der Nachrichtenzentrale? Gehe ich noch mal rein. In Patientenakte übernehmen. Hier wird die Akte Musterbrief Jens gleich vorgeschlagen. Beziehungsweise, ich glaube, ich muss sie manuell auswählen. Genau, hier ist er vorgeschlagen schon. Mach OK, geh in die Akte rein und da ist er drin. Haben Sie, vielen Dank. Aber das ist ja, glaube ich, Thomas, auch nochmal ein ganz wichtiges Konzept. Im Grunde ähnlich, ein bisschen vergleichbar auch elektronische Patientenakte. Wir brauchen für die Daten, die wir verschicken im Gesundheitswesen oder überhaupt irgendwie teilen und zuordnen, dass wir diese Metainformationen brauchen. Und das ist genau das, was mitgeschickt wird und dadurch kann dann das empfangende System sofort erkennen, wo das hin muss und es muss niemand mehr von Hand alles zuordnen, was auch gehen würde. Genau, aber so eine Tätigkeiten könnten dann zum Beispiel auch, wenn dann jemand den E-Mail-Eingang im Blick behält, dann auch regelmäßig manuell dann vornehmen oder eben automatisiert durchs Primärsystem entsprechend konfiguriert ist. Genau. Mhm. Herr Fasold, vielen Dank. Dann, Sie haben ja einen Brief geschickt an den Herrn Duong. Dann würden Sie jetzt aufhören, Ihren Bildschirm zu teilen und dann gehen wir jetzt nach Wittmund. Hallo, Herr Kollege Duong. Ja, guten Tag an alle zusammen. Ich schalte meinen Bildschirm schon mal frei. Super. So, wir sehen jetzt, das ist jetzt das, noch sehen wir nur den Test. Ja. Ja, und jetzt sehen wir, es ist das nächste Praxisverwaltungssystem, beziehungsweise eins, was wir schon kennen. Und ja. Sie sind auch mit dem gleichen KIM-Dienst unterwegs wie die Praxis in Lampertheim, ne? Ja, ich benutze Medistar schon seit über 20 Jahren, habe sogar das Medistar-System vom Vorgänger übernommen, bin dabei geblieben bis heute. Ein sehr umfangreiches System. Und wird immer wieder aktualisiert, je nach Erfordernissen, so wie jetzt mit dem KIM-Dienst. Und ja, wie Sie am Anfang sagten, das ist noch viel Verbesserungspotenzial, aber man muss das einmal die Hand anlegen und benutzen und dann kann man die Feinheiten nach und nach justieren. Okay. Ich finde es gut, dass wir irgendwann anfangen müssen. Ich sehe nämlich schon seit Jahren nach diesem KIM-System, weil vor allem im Sommer, wir haben Patienten aus allen Teilen der Bundesrepublik hier. Ja. Das ist ein klassischer Kurort und Patienten reisen manchmal an ohne wirkliche Unterlagen, ohne Medikamentenplan, ohne alles und wir sollen hier fortführen. Und das wäre ein wunderbares System, sowas schnell Informationen zu bekommen, damit wir hier weitermachen können.
Und das heißt, heute haben Ihre Helferinnen wahrscheinlich mehr als, also gerade im Sommer oder wenn bei Ihnen Urlaubszeit ist, dann rufen die an in der ganzen Republik in anderen Arztpraxen und sagen, können Sie einen Medikationsplan faxen oder solche Dinge. Und da könnten Sie jetzt, sagen wir mal, an einem Abend sagen, okay, ich schicke da eine Kim-Nachricht hin, spätestens am nächsten Morgen sehen die das und dann haben Sie 10 Praxen in Deutschland angeschrieben und die können Ihnen das schnell zurückschicken. Also das erhoffen Sie sich als Vorteil, super, ja. Und ist denn schon jetzt was angekommen vom Kollegen aus Berlin? Das ist leider noch nicht. Ich warte noch mal drauf, deswegen erzähle ich, was ich sage. Ja, Thomas, da müssen wir jetzt einmal das erklären. Also das geht nicht ganz immer so schnell wie E-Mail, ne? Woran liegt das? Genau, also grundsätzlich übergeben die KIM-Dienste die E-Mail an den anderen KIM-Dienst, sobald sie da ist im Prinzip. Da ist also keine Sperre irgendwie vorgesehen. Ja, manchmal dauert es halt, ja, so. Grundsätzlich. Okay, gut. Aber das ist also etwas speziell, das ist nicht ganz so wie bei E-Mail, aber so. Aber da ist es angekommen, also. Jetzt ist es angekommen. Ich kann immer noch schneller als Post, oder? Claudia. Ich habe von Andreas Simolong noch eine Frage, die bezieht sich nochmal auf die Virenprüfung bei der Verschickung bzw. beim Empfänger. Auch nochmal in die Runde gefragt. Ich sehe Jessica Wirkmann im Publikum. Ob das PVS diese Anhänge auf Viren überprüfen kann und ob die hier gezeigten PVS-Hersteller über einen solchen Scanner verfügen oder ob das so eine Art Privatangelegenheit der Praxis ist. Also grundsätzlich ist es so, dass eben diese Module, die dafür notwendig sind, die KIM-E-Mail entschlüsseln und erst ab dem Zeitpunkt, wo sie dann im Klartext zur Verfügung stehen, kann dann natürlich die Security darüber laufen. Da gibt es natürlich sicherlich Marktangebote, aber ich wollte das nicht vorgreifen, Frau Birkmann. Ja. Nee. Nee, Ihr Mikro ist noch aus. Jetzt nochmal. Nee. Sagen Sie einfach, wir übersetzen es dann, Frau Birme. So, was ich dazu sagen kann, ist, dass natürlich die Ausstattung per KBV-IT-Sicherheitsrichtlinie von Haus aus ja eh schon gewährleistet sein muss. Ich würde hier aber ganz gerne zurückgeben an meinen Kollegen, der ebenfalls im Chat ist, den Stefan Neubauer. Chat noch da ist nämlich der Profi am Start. Genau. Ja, hallo, guten Abend in die Runde. Stefan Neubauer von der Medartix, Projektleiter zur Telematikinfrastruktur. Ja, berechtigte Frage, die wir auch immer wieder von unseren Anwenderinnen und Anwendern gestellt bekommen, die auch natürlich im stationären Umfeld ja auch große Relevanz hat. Also wenn man da in Richtung Kritishäuser denkt, die natürlich auch entsprechende Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen. Grundsätzlich ist es so, dass wir müssen unterscheiden, die Praxissoftwarehersteller und die Praxissoftwarelösungen sind natürlich sehr stark fokussiert auf die Prozesse in einer Arztpraxis und weniger auf die Sicherheitsanforderungen, beziehungsweise bieten natürlich über Rollen- und Rechtekonzept gewisse Sicherheitsmöglichkeiten. Aber alles, was im Rahmen einer Virenprüfung, einer Dateiprüfung erfolgt, sollte aus unserer Sicht natürlich auch dort erfolgen, wo halt die darauf spezialisierte Software sitzt. Und das ist in dem Fall eine Antivirensoftware. Es gibt technische Lösungsmöglichkeiten, um eben eine Virenprüfung von Dateien, gerade beim Versand über KIM oder auch das Thema EPA ist ja auch ein Thema, zu sicherzustellen. Und hier arbeiten wir an Konzepten, auch mit der Gematik zusammen, um eben dort eine technische Lösung herbeizuführen, die aber im Endeffekt wie eine Art Schnittstelle dann nutzt zwischen der Praxissoftware und eigentlich dem KIM-Client-Modul, was da dazwischen sitzt. Dort hat die Gematik auch, oder hierfür hat die Gematik auch im GitHub eine Lösung vorgestellt, wie man eben so eine Absicherung vornehmen kann. Vielleicht kann der Herr Jensen da noch zwei Sätze dazu sagen. Genau, das mache ich. Vielen Dank für die Ausführung, Herr Neubauer. Genau, und diese Festlegung, die sind jetzt dort veröffentlicht und können natürlich auch noch aufgegriffen werden durch die entsprechenden Anbieter in der Industrie, die dann das auch in die Praxen dann ausbringen. Genau. Perfekt. So, jetzt vielen Dank nochmal für diese technische Erläuterung. Ich glaube, wir müssen zumindest Herrn Duong noch verabschieden. Er hat im Hintergrund sozusagen schon gezeigt, ich weiß nicht, ich hoffe, wir sehen jetzt im Stream, oder wir haben es, glaube ich, auf jeden Fall gerade schon gesehen, der ASWI vom Kollegen Fasol ist angekommen, auch in Wittmund. Also die Information ist für den dort urlaubenden Patienten rechtzeitig angekommen. Herr
Herr Duong, vielen Dank. Vielleicht können wir Herrn Duong auch noch mal kurz sehen, dass wir ihm wenigstens sozusagen, dass wir wieder in den Chat zurückgehen. Können Sie das Bildschirmteilen beenden, Herr Duong? Ja, mag ich. Super. Ja, also vielen Dank auch an Sie, dass Sie das gezeigt haben. Wir haben jetzt hier eben in dieser Runde ja viermal den Versand von elektronischen Arztbriefen über verschiedene Systeme hinweg gezeigt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank in dieser ersten Session. Und wir würden dann jetzt in die zweite Session gehen, wo wir eine E-Nachricht versenden. Das machen wir dann mit anderen Teilnehmerinnen. Da möchte ich die Regie bitten, dass wir jetzt in unsere nächste Zoom gehen. Und erstmal vielen Dank nach Wittmund, zweimal Berlin und nach Lampertheim. Tschüss erstmal. So, die Regie. Ich habe ganz kurz eine Frage an die Regie. Können wir, wenn die verschickt werden, können wir dann die einzelnen Praxen in Großformat haben? Weil es wurde sich ein bisschen beschwert, dass man zu sehr geteilt, zu kleinteilig auf dem Bildschirm draußen ist und dass man da ein bisschen näher rangehen kann. Danke. Jetzt müssen wir Zoom wechseln, ne? Ich habe, während wir das Zoom oder ja. Ah, jetzt sind wir schon da. Ich glaube, wir machen wir erstmal hier. Okay, dann machen wir erstmal da mal, weiter. Ja, hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen in unserer zweiten Zoom-Session. Wir verschicken ja jetzt nur eine E-Nachricht. Wir sind jetzt mit drei Kolleginnen und Kollegen unterwegs, und zwar erstmal in der Praxis Zollmann in Jena. Frau Kollegin Zollmann ist Dermatologin. Sie sind noch gemutet. Auf jeden Fall hören wir Sie gerade nicht. Guten Tag, hören Sie mich gut? Ja, hallo, Frau Zollmann. Jawohl. So, dann haben wir den Kollegen Söllenböhmer wieder in Berlin. Er ist Internist und Gastroenterologe, ne? Ist richtig, oder, Herr Söllenböhmer? Ja, genau. Und dann haben wir noch Herrn Meinke hier. Herr Meinke nutzt die Infrastruktur des MVZ Wahlstedt. Er ist sozusagen deren, ja, ich sag mal, technischer Dienstleister und benutzt deren Infrastruktur. Praxis Wahlstedt ist in der Nähe von Kiel, das habe ich richtig verstanden, ne? Genau. Und Sie, Bad Segeberg. Bad Segeberg, okay, das ist ein bisschen weiter weg schon von Kiel, aber da ist die Ärztekammer, das weiß ich zufällig. Gut, wir starten jetzt in Jena, also wir schicken sozusagen im Osten und dann in den Norden. Was wir jetzt machen, ist, wir schicken eine E-Nachricht. Das ist im Grunde eine einfache E-Mail, in der man, weil sie sicher ist, in die man auch alles reinschreiben kann. Bitte, Frau Zollmann, teilen Sie mal Ihren Bildschirm. Keine Patientendaten bitte, nochmal gucken vorher. So, viele Grüße aus Thüringen, aus Jena. Wir arbeiten mit der Praxis Software Tomedo, eine Mac-Software. Ich habe schon mal den Text in meiner Nachricht, die ich jetzt Herr Kim versenden will, an Herrn Söllenböhmer. Den suche ich mir jetzt hier raus. Warte mal, mit zwei L. War doch schon, oder? Ich habe mich verschrieben. Herrn Söllenböhmer, ich habe ihn schon. Und ich habe jetzt, hab jetzt diese Nachricht übernommen. Ich kann auch noch an einen anderen Kollegen schicken. Will ich jetzt nicht machen aus Zeitgründen. Ich habe es vorhin schon mal an mich selber geschickt. Das hat geklappt. Ich habe die Betreff-Testnachricht und habe hier den Text jetzt und als Text und versende es. Aus Zeitgründen gehe ich jetzt schon mal auf Versenden. Na? Ja, super. Gibt es dazu Fragen? Ja, das ist jetzt einfach eine ganz normale E-Mail sozusagen. Das hier, wäre das vorgesehen, ich frage mal den Thomas Jensen auch, oder könnten Sie das technisch, vielleicht kann das Ihr Techniker ja auch beantworten, Sie könnte jetzt auch irgendeinen anderen Anhang dranhängen, ja? Also, ich kann sag jetzt mal, hier Anhänge dranhängen, wenn ich das möchte. Also was Anhänge weiß ich? Alles Mögliche. Ich hätte natürlich auch den Brief verschicken können, aber das wollte ich ja nicht. Und habe im Prinzip jetzt den Brief verschickt. Und jetzt ist die Frage, Herr Kollege Söllenböhmer wird ihn jetzt empfangen. Genau, vielleicht um die Frage zu beantworten oder wurde ja gerade, bitte, also man kann natürlich da auch weitere Anhänge noch ranhängen an diese, ich sag mal, reguläre E-Nachricht. Das heißt also zum Beispiel, wenn wir jetzt uns mal in die Situation, jetzt würde der Kollege aus Norddeutschland anfragen, der Herr Duong würde jetzt bei Ihnen in der Praxis Ihnen eine Nachricht schicken, Frau Zollmann, und würde sagen, ja, ich brauche mal dieses, das und jenes. Und dann könnten Sie also mehrere Anhänge, ich sag mal ein BMP plus zwei alte Arztbriefe und noch einen kardiologischen Befund, weil Sie sich denken, da kann der Kollege sicher was mit anfangen, weil der Patient da im Norden auf einmal irgendwie Probleme hat. Und dann könnten Sie ihm das einfach zuschicken. Gut, jetzt haben Sie vielleicht nicht so oft kardiologische Befunde als Dermatologin, aber
Ja, na, wir bekommen ja immer mal Fotos geschickt von Kollegen, im Moment leider manchmal noch per WhatsApp, was nicht so gut ist. Aber deshalb ist das eine super Möglichkeit, auch patientenbezogen Bilder zu schicken, ohne dass man jetzt einen Brief dazu schreibt und das dann beantworten. Gerade bei Ihnen als Dermatologen eben sind Bilder ja oft sehr wichtig und da hat man dann gerne mal als Nicht-Dermatologe eine Frage und sagt, was ist denn das bloß? Ja, das ist eine tolle Möglichkeit zu kommunizieren. Super, ja. Vielen Dank. Ich glaube, dann gehen wir einfach schon weiter, weil wir müssen immer so ein bisschen auch, haben die Zeit im Nacken, wir wollen ja noch einiges zeigen. Gut, ich stoppe mal wieder meinen Bildschirm. Genau, super. Und weiß nicht, wie lange es jetzt dauert. Ich will noch mal zu dem Zeitpunkt sagen, ich habe ja die Information, dass über die Gematik diese KIM-Nachrichten erst immer alle 5 Minuten abgerufen werden. Ist das richtig? Und deshalb dauert es ja immer mal. Haben wir jetzt auch bei den Arztbriefen gesehen, bis dann die Nachricht ankommt. Also streng genommen ruft die Gematik die ja nicht ab, sondern sind halt zugelassene Dienstleister. Aber wir haben jetzt, ich habe mich heute nochmal erkundigt, wir haben jetzt nicht irgendwie vorgegeben, dass da irgendwie 5 Minuten drinstehen müssen. Normalerweise müsste die Übergabe in dem Moment sein, wo die E-Mail halt auf dem Server dann liegt. Quasi. Also die Übergabe, ja, die erfolgt dann auch gleich. Und wenn es dann 2 Minuten oder 3 Minuten sind, dann ist das durchaus im Rahmen. Dann gut. Hat Herr Böhmer meine Nachricht vielleicht schon bekommen? Wir können ja nochmal, Claudia, haben wir noch was zwischendrin? Sonst gehen wir erstmal zu Herrn Söllenböhmer. Oder gibt es dazu eine drängende Frage aus dem Chat? Es gibt mehrere drängende Fragen, aber ich befürchte, die Beantwortung dauert etwas länger. Aber ich kann mal, es ist vor allen Dingen auch eine Frage nach den Formaten. Kann ich einfach ein Word-Dokument anhängen und das wird dann als PDF umgewandelt oder wie sieht das mit den Formaten aus? Genau, also wenn man die Dateien, wie man sie so gerade vor sich hat, in eine KIM-E-Mail reinsteckt, dann werden die beim Versand unverändert. Die sind quasi dann, bleiben so, wie sie sind. KIM hat jetzt grundsätzlich erstmal keine direkten Einschränkungen. Eine Einschränkung gibt es natürlich bei der Dateigröße. Das muss man so sagen. Wir liegen derzeit bei 25 Megabyte brutto, also inklusive Verschlüsselung und Signaturen. Jetzt kann man natürlich jetzt fragen, ob 25 Megabyte für eine E-Mail viel oder wenig sind. Wir wissen halt, dass es im medizinischen Bereich schon durchaus mal Formate gibt, die etwas größer sind. Also das ist jetzt erstmal grundsätzlich ein Dateigrößenthema. Gute Nachricht, wir arbeiten an einer Fortschreibung des Dienstes, sodass auch später dann, ich denke mal so mittelfristig, auch große Dateien übertragen werden können. Also alles, was deutlich über 25 Megabyte ist. Aber nochmal spezifisch die Frage, glaube ich, mit dem Word. Also wenn ich es richtig verstehe, automatisiert, zumindest von KIM, ist nicht vorgegeben, dass irgendetwas in PDF umgewandelt wird. Ausnahme der elektronische Arztbrief. Wenn ich sage, ich verschicke, das machen wir jetzt hier gerade nicht. Also jetzt sind wir in unserer zweiten Session, wo wir Nachrichten schicken, wo man beliebige Anhänge anhängen kann. Mhm. Aber ein elektronischer Arztbrief ist per Definition, wenn ich es richtig verstehe, ein PDF, auch sogar ein spezifisches PDF-Format. Das kennen nur Fachleute sozusagen. Aber es ist PDF und es wird eigentlich auch signiert. Er muss signiert sein mit einem elektronischen Arztausweis, damit man Geld dafür kriegen. Genau, die Signatur ist in dem Fall erforderlich, damit er entsprechend auch abrechenbar ist. Nur die Umwandlung von dem Word ins PDF ist im Prinzip ein vorgelagerter Prozess vor KIM, der dann quasi vom Praxisverwaltungssystem vorgelagert durchgeführt wird. Aber weil es eben weiß, jetzt verschicke ich einen E-Arztbrief, dann wird ein PDF. Dann ist es eine PDF, genau. Jetzt gucken wir mal, ob bei Herrn Söllenböhmer die Nachricht angekommen ist. Herr Söllenböhmer, hallo in Berlin. Wunderschön, hier aus Berlin, genau. Wir gucken mal, ob wir die Nachricht erhalten haben. Ich teile mal kurz auf meinen Bildschirm. So, jetzt sehen wir das nächste, nächste PVS hier. Genau. Wir sehen hier Turbomed, das E-Cockpit, und wir sehen, die Testnachricht ist erfolgreich eingegangen. In dem Fall ist es so, dass die hier als Anhang angehängt wurde und man kann sie lesen, man kann sie bearbeiten. Vielleicht prinzipiell, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, der große Unterschied zwischen E-Nachricht und E-Arztbrief, vielleicht für die, die das nicht so kennen. Der E-Arztbrief ist immer aus einer Patientenakte heraus entstanden, wohingegen die E-Nachrichten ja praktisch immer normale E-Mail-Nachrichten sind.
die der Arzt verschickt, ohne jeglichen Patientenbezug. Vielleicht für die, die das die Frage, was sind da der Unterschied ist. Ne? Gut, ich sollte ja auch nochmal eine Nachricht weiterleiten. Genau, jetzt müssen Sie eine Nachricht schicken an den an das MVZ Wahlstedt, ne? Ja, das ist praktisch für jeden identisch. Wir rufen eine Nachricht auf. Es gibt die Möglichkeit, entweder im allgemeinen Adressbuch oder im Favoriten, in dem Fall hier zu suchen. Da haben wir auch schon das Wahlstädter Versorgungszentrum. Ah, Sie haben es schon Favoriten angelegt. Aber wir haben ja heute schon gesehen, man kann suchen im Verzeichnisdienst, das funktioniert. Ich kann dem wie immer einen Namen geben. Ja, wie immer schreiben wir hier wichtige Nachrichten. Und versenden das Ganze. Das Ganze ist eine schnelle Geschichte. Und ich hoffe, dass sie auch dementsprechend ankommt. Können die E-Briefe lediglich aus dem Programm erstellt werden oder können die auch über Word geschriebene Briefe als E-Brief versandt werden? Also was ich bisher, das hängt natürlich immer ganz von der Implementierung der Software ab, was ich bisher gesehen habe, dass sich sehr viele Systeme an dem Word bedienen und dann aus dem Word entsprechend das entsprechende Format daraus generieren. Also das ist eigentlich eine ureigene Integration von dem jeweiligen Primärsystem. Ja, so kenne ich das auch. Ich glaube, die meisten Praxisverwaltungssysteme haben integriert sozusagen eine Textverarbeitung, die dann letztlich aber immer im Ergebnis ein PDF erzeugt, ne? Also für einen E-Arztbrief. Mhm. Gut, ja, Herr Söllenböhmer, vielen Dank. Dann würden wir sagen, wir, genau, Sie sind schon durch. Und dann würden wir jetzt weitergehen, ja, jetzt gehen wir im Prinzip nochmal an die, ja, das ist jetzt eher Ostsee, glaube ich, ne, Herr Meinke? Ja. An die andere Küste. Gut, also sind wir jetzt an der Ostsee und Sie gucken mal, ob Sie jetzt denn dann eine Nachricht bekommen haben von Herrn Söllenböhmer und erzählen Sie uns, wie das ist. Ja, die Nachricht ist bereits eingetroffen. Sie sehen die vielleicht schon. Die ist hier schon zu erkennen. Der Posteingang, bei uns landen die Daten, die nicht automatisch einem Patienten zugeordnet werden können, erstmal in einem generellen Posteingang und können dann von hier aus jetzt einfach angesehen werden. Ich könnte sie hier unten, ist der Knopf zuordnen, könnte sie nachher auch eine Akte zuordnen. Aber ich gucke natürlich erstmal rein, was dann Herr Söllenböhmer geschrieben hat. Und da habe ich hier ein kleines Textdokument, das öffnet sich jetzt. Und da steht von Herrn Söllenböhmer drin, einfach wichtige Nachrichten. Das ist ja genau der Text, den er eben geschrieben hat. Und ich würde jetzt die Gelegenheit einfach einmal nutzen und würde ihm darauf antworten, einfach auf diese E-Mail und sagen, pass mal auf, lieber Herr Söllenböhmer, danke, das ist ein Test und ich hänge hier nochmal von einem Gynäkologen ein Bild hinten dran und antworte ihm auf diese Befundanfrage. Ich tue mal, als sei es eine und schicke ihm jetzt einfach mal das Bild von einer letzten gynäkologischen Untersuchung zurück. Und Herr Söllenböhmer müsste jetzt in den nächsten 2 bis 3 Minuten eigentlich dieses Sonografiebild auf dem Bildschirm bekommen. Auf die Frage vorhin, ob es immer 5 Minuten dauert, das hatte Frau Zollmann ja gestellt. Man kann in den Mailsystemen der jeweiligen PVS-Hersteller eigentlich an vielen Stellen einstellen, zum Beispiel wie lange das System brauchen soll, um Mails abzurufen. Und da sieht man hier an dieser Stelle, kann man einstellen, Mailkonsole, die Aktualisierungsfrequenz. Ich habe das jetzt für den heutigen Tag von den 5 Minuten, die wir hier auch standardmäßig haben, damit nicht permanent Mails abgefragt werden, mal auf 30 Sekunden reduziert. Und deswegen war die Mail von Herrn Söllenböhmer auch schon sofort da, bevor wir den Bildschirm freigegeben haben. Das wird man in den meisten PVS-Systemen einfach einstellen können. Und normalerweise reicht es ja völlig aus, wenn eine E-Mail alle 5 Minuten abgeholt wird. Das war eine kleine Rückmeldung dazu. Ja, Herr Meinke, vielen Dank für diese Demo. Da haben wir jetzt gesehen, das war jetzt das 6. PVS, was wir uns angeguckt haben. Und Sie sind alle auch mit verschiedenen KIM-Providern unterwegs, also mit verschiedenen KIM-Diensten. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt, weil wir uns doch langsam, also wir haben noch ein bisschen Zeit, aber wir müssen auch voran machen. Noch eine Frage zwischendurch, Claudia? Ja, also die Frage nach den Viren ist noch nicht hinreichend gelöst in der Beantwortung. Momentan ist der Eindruck entstanden, dass die hier gezeigten PVS keinen Virenschutz haben. Also verstehe ich das richtig, dass es noch Virenlösungen für KIM gibt, wenn jetzt erst die Spezifikationen definiert wurden? Also gibt es zunächst ein höheres Risiko? Immer gleich direkt die Frage an die Herr Meinke hat sich schon gemeldet. Er will das gerne sagen Sie doch einfach mal prototypisch für die ganzen Hersteller.
Ja, es ist so, wir haben es eben nicht gesehen. Ich hätte es aber auch noch zeigen können, bevor die E-Nachricht eben auf dem Bildschirm bei uns überhaupt im Posteingang gelandet ist, ist sie durch den Virenscanner des Systems durchgelaufen. Das gibt jetzt schon Industriestandards, die unter Windows implementiert sind. Nur mal als Beispiel, in Windows ist es direkt eine Schnittstelle, die dort im Betriebssystem vorgesehen ist. Da kann man als Empfänger dieser Nachricht, das PVS holt eine Nachricht ab, aber bevor es diese Nachricht öffnet oder irgendwohin weiterleitet innerhalb der Arztsoftware, begibt es das an eine Prüfroutine des Virenscanners, der guckt das Ding durch und meldet zurück, die Nachricht oder die Mail oder das Dokument, was du mir gerade gegeben hast, ist virenfrei oder es ist eben virenverseucht. Eine Frage, und die ist allerdings ungeklärt und die können wir aus technischer Sicht natürlich auch nicht lösen, ist die, was passiert denn, wenn der Virenscanner anschlägt und sagt, diese Datei hat einen Virus drin? Und auf der anderen Seite wissen wir ganz genau, in dieser Datei als Arzt sind lebenswichtige Informationen für den Patienten drin, der gerade vor mir sitzt. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Das technische System würde diese Mail gar nicht erst anzeigen dem Doktor, sondern sie gleich löschen. Aber da lebenswichtige Informationen drin sind, sagt der Arzt, naja, vielleicht gucke ich es mir ja trotzdem an und verseucht hinterher sein System. Und dieses Dilemma haben wir ja nicht nur bei empfangenen E-Mails, das haben wir auch bei Zugriff auf elektronische Patientenakten. Und da wäre es sehr schön, wenn es dazu eine klare Regelung gibt, die das Thema einmal so adressiert, dass nicht der Arzt nachher im Dilemma steht, sich zu entscheiden zwischen, ich verpasse lebenswichtige Informationen bei der Behandlung des Patienten, weil ein Virenscanner meint, da ist ein Virus drin, oder ich öffne das Ding und verseuche mein System und habe hinterher für ein paar tausend Euro einen Technikereinsatz, der das System wieder zum Laufen bringt. Die Frage können wir gleich noch mal diskutieren, Herr Meinke, aber es ist ein wenig, also sie ist sicher berechtigt, sie erscheint mir aber auch wieder ein wenig deutsch. Weil pragmatisch gibt es, glaube ich, nichts, auch heute nicht, dass ich sage, der Patient stirbt, weil ich die E-Mail nicht öffnen kann. Also das behaupte ich einfach mal jetzt ganz frech. Es mag irgendeine ausgedachte Konstellation geben, in der das anders ist. Die beiden Kolleginnen, also die Kollegen, die jetzt noch auf dem Bildschirm sind, vielleicht auch die zuständigen jeweils Hersteller, ist das mit der Bitte um kurze Antwort, ist das im Grunde grundsätzlich ähnlich bei Ihnen jeweils implementiert? Herr Evans von der Firma von Tomedo nickt schon dazu. Also das ist bei uns genauso, wir haben auch entsprechende Software. Also wenn Kunden das von uns beziehen, kriegen sie auch entsprechend einen Antivirenscanner mit dazu, gleich noch installiert in den System. Okay. Gut, und jetzt haben wir noch für den Herrn Söllenböhmer, das ist ja die Firma, ist ja Turbomed, da haben wir hier im Publikum den Herrn Moos, den haben wir jetzt gerade nicht im Publikum, aber ich gehe mal davon aus. Ich bin mal rausgegangen. Sie sind im Chat, super. Genau, ja, ich kann das auch von unserer Seite aus bestätigen, wir greifen auch auf die Systemroutinen zurück, sozusagen, so wie es der Herr Meinke beschrieben hat. Okay, gut. Ich würde mal in Anbetracht der Zeit sagen, ich würde die Frage jetzt erstmal als beantwortet sehen. Also auch die drei anderen bin ich ziemlich sicher, wenn wir jetzt in diesem Zoom fragen würden, da gibt es ähnliche technische Lösungen. Das sind einfach Dinge, die gemacht werden müssen. Wir gehen jetzt in unseren dritten Chat, in unser drittes Zoom-Meeting bitte. Wir wollen ja noch zeigen mit dem Kollegen Söllenböhmer. Sie würden dann in den anderen Zoom-Kanal wechseln, Herr Söllenböhmer. Und die anderen beiden verabschieden wir jetzt erstmal. Vielen Dank, Herr Meinke. Vielen Dank, Frau Kollegin Zollmann. Und dann gehen wir jetzt in den dritten Zoom. Herr Meinke haben wir hier noch. So, da haben wir noch. Okay, während wir den dritten Zoom aufbauen, würde ich euch beide noch mal bitten, es gibt wahnsinnig viele Fragen rund um das Adressregister. Wer füttert den Verzeichnisdienst? Die Signatur erfolgt über den persönlichen EHBA. Das Heraussuchen der Adresse und Versenden dauert viel zu lange. Ist es rechtens, das Versenden vielleicht auch zu delegieren? Und ist es wichtig, wie man sich die KIM-Adresse gestaltet? Kann man, also wie finde ich einen Arzt, eine Abteilung im Register? Also nochmal so ein bisschen so die Eckpfeiler von dem Adressregister nochmal. Genau, da waren jetzt viele Fragen drin. Die erste Frage war, glaube ich, wer pflegt den Verzeichnisdienst? Genau, wer füttert den? Okay, wer füttert den, genau. Also wir haben im Prinzip ja im Gesundheitswesen so verschiedene Zuständigkeiten. Diverse Sektoren fühlen sich für diverse Themen auch zuständig. Genau deswegen wird der Verzeichnisdienst, das Adressbuch, auch genauso gepflegt. Das bedeutet im konkreten Fall, dass eine Arztpraxis in Berlin, entsprechend werden dort die Daten von der zuständigen Kassenvereinigung entsprechend dort gepflegt. Für den persönlichen Ausweis, den Heilberufsausweis, ist die entsprechende Kammer zuständig. Ja, das bedeutet,
jeder, der die entsprechende Datenhoheit hat, pflegt auch so entsprechend den Verzeichnisdienst. Das sind, können halt sehr, sehr viele Parteien sein. Die nächste Frage war, glaube ich, wie man eine E-Mail-Adresse gestalten sollte. Genau. Ich sage möglichst professionell. Wir haben Erfahrungen, die zeigen, dass es, was es ratsam ist. Und da gibt es auch Anbieter, die das auch so empfehlen, dass zum Beispiel bei einer Praxisadresse die Betriebsstättennummer verwendet wird und Teil der E-Mail ist, damit man daran erkennen kann, dass es eine eindeutige Nummer und oft ist ja auf dem Praxisstempel auch die BSNR drauf. Dann kann man zum Beispiel, wenn man einen Befund übermittelt, direkt nach der BSNR suchen und hat dann sofort die richtige E-Mail-Adresse. Ansonsten kann man selbstverständlich nach Postleitzahlen suchen, Straßen und Namen und sich sozusagen sukzessive durch Hinzunahme weiterer Suchkriterien dem so annähern, dass man den richtigen Treffer hat entsprechend. Okay. Und ist es rechtens, das Versenden zu delegieren? Genau. Also auch heute ist im Praxisalltag auch geprägt durch Arbeitsteilung, durch Praxispersonal. Selbstverständlich wird zum Beispiel der Arzthelfer, die Arzthelferin auch wie heute den Arztbrief zur Post bringen und versenden. Genauso das auch machen können in der elektronischen Welt, sage ich jetzt mal. Also Delegation ist auch ein ganz wichtiges Thema, ja. Okay, jetzt sehe ich in der Zwischenzeit, also sehen wir jetzt hier zumindest schon bei uns, wir haben jetzt den dritten Zoom-Call aufgemacht. Darf ich begrüßen nochmal Herrn Söllenböhmer, den wir ja schon kennengelernt haben, und dann den Herrn Nisloni von der TK. Hallo Herr Nisloni, können Sie uns hören? Aber wir hören Sie noch nicht. Genau. Man muss natürlich auch sein Mikro freischalten, ja, das wie immer. Genau. Ja, ich konnte Sie aber gut hören. Genau, von der Technikerkrankenkasse. Wir wollen jetzt gleich eine EAU verschicken. Ich hätte jetzt gleich die Bitte an Herrn Söllenböhmer. Sie würden ja für den Herrn Mustermann noch eine EAU schicken. Jetzt hatte der Herr Meinke Ihnen ja aus Norddeutschland noch mal was zurückgeschickt, eine kleine Nachricht. Vielleicht hilft Ihnen das bei der Entscheidung, wie lang die AU ausfallen soll für unseren Patienten, Herrn Mustermann. Wenn Sie, ja, dann würde ich sagen, Sie teilen noch mal Ihren Bildschirm mit uns. Und der Herr Jens Mustermann ist nämlich bei der TK versichert, ne, Herr Nisloni, das ist einer Ihrer Versicherten und deswegen würde das dann ankommen. Genau, einer unserer fiktiven Versicherten. Ja, ist natürlich. Die Nachricht ist in der Zwischenzeit angekommen, ich habe sie gerade aufgemacht, wir sehen hier ein Foto, mal gucken. Das sieht schlimm. Sieht nach einer langen AU aus, glaube ich. Was? Okay, das ist ein Gyn-Sono, das sehen wir. Gut, ja. Für Sie als Gastroenterologe, und jetzt haben Sie ganz klar die Entscheidung, ist natürlich schwierig, dass Sie jetzt für Herrn Jens Mustermann ein gynäkologisches Sonobild bekommen haben, gut. Aber auf jeden Fall hilft Ihnen das jetzt bei der Entscheidung, dass Sie jetzt eine EAU machen für Ihren Patienten. Und das würden wir uns dann jetzt angucken, wie Sie eine EAU machen, die Sie dann zur TK schicken. Herr Mustermann ist TK-versichert und der hat halt heftige Bauchschmerzen und deswegen braucht er jetzt eine Krankschreibung. Das Problem ist, dass ich gerade eine AU ausfüllen muss. Die AU füllen wir aus, wie wir alle AUs ausfüllen. Wir geben eine Diagnose ein, wir machen den Zeitraum, legen wir fest. Da ja nicht alle im Augenblick in der Lage sind, EAU zu empfangen, kann man das ein- und ausschalten. Bei Turbomete geht es relativ einfach über diesen kleinen Schalter. Gut, das sind ja dann immer die Spezialitäten der jeweiligen Praxisverwaltungssysteme. Das ist in jedem System ein bisschen anders, ne? Genau. Und in dem Fall gehe ich auf Drucken. Es wird sozusagen eine EAU generiert. Ich glaube, in dem Fall hat sie das noch nicht gemacht, weil ich umgeschaltet habe von schriftlich auf elektronisch. Ich
Schauen wir mal kurz rein, dass auch wirklich die elektronische aktiviert ist. Dann erkennt man, dass die elektronisch aktiviert ist. Es wird jetzt sozusagen im Hintergrund der PIN abgefragt, die ich jetzt signiere. Und es wird zeitgleich ein Ausdruck für die Patienten generiert, den der Patient dann mitbekommt für den Arbeitgeber. Und damit ist die ERO von meiner Seite fertig. Gut. Okay. Ja, dann würde ich sagen, Sie entteilen nochmal Ihren Bildschirm sozusagen. Vielleicht kurze Frage erstmal. Also wir können gleich jetzt nicht, Herr Nisloni von der TK, wir haben ja das vorher besprochen, wir hätten auch gerne sozusagen aus Showgründen gehabt, dass auch Sie Ihren Bildschirm teilen können, aber das haben wir geklärt, das ist nicht möglich, aus Datenschutzgründen jetzt ganz besonders, dass Sie das nicht machen können. Das heißt, wir müssen Ihnen erstmal glauben, dass Sie die EAU bekommen haben als Krankenkasse. Zwischendurch nochmal die Frage an dich, Thomas, wir sind ja jetzt in der Zwischenphase sozusagen, Herr Söllmöhm hat gerade gesagt, er muss noch was ausdrucken, das ist das, was der Patient jetzt immer noch für einen Arbeitgeber mitnehmen muss, aber mittelfristig wird das entfallen, ne? Dann muss der Patient sich darum auch nicht mehr kümmern. Genau, also das sind im Prinzip die Regelungen, die in den Bundesmantelvertragspartnern so festgelegt wurden, dass es noch eine Übergangsfrist gibt und dann ab Mitte nächsten Jahres sollen auch Daten, die der Krankenkasse dann vorliegen, auch in einem elektronischen Verfahren auch an Arbeitgeber übermittelt werden. Okay. Das hat aber dann nichts mehr mit KIM zu tun. Was wir jetzt gerade gesehen haben, ist quasi die Kommunikation aus der Arztpraxis zur Krankenkasse und die dahinterliegenden Prozesse sind dann entsprechend nachgelagert und sind außerhalb der Telematik-Infrastruktur und demzufolge auch außerhalb von KIM. Ja. Bitte, ja, Claudia, dann du erstmal. Herr Nisloni, können Sie eine persönliche Abschätzung darüber machen, wie lange es wohl noch dauern wird, bis alle Krankenkassen EAUs annehmen werden? Also die Krankenkassen sind noch nicht alle so weit, dass sie annehmen. Also wir sind ja seit 1. Oktober dabei, von den Ärzten, die ausgestattet sind, anzunehmen. Wir selber erhalten täglich ungefähr 5% der normalen AU-Tagesmenge. Also wir sind so jetzt so bei 2.000 bis 2.500 EAUs, die wir am Tag kriegen. Normal sind so zwischen 40.000 und 50.000 AU-Bescheinigungen täglich. Das heißt, es wird sich langsam hoch und alle Kassen sind aber dabei. Und jetzt ist es eben halt wichtig, dass wir nach und nach, also die Praxen, also befähigen, also die Technik hier entsprechend bereit zu haben, mit den neuesten Programmen zu arbeiten. Also was wir speziell auch immer sehen, ist, dass anfängliche Fehler, die wir zusammen mit den PVS-Herstellern frühzeitig erkannt haben, also auf Systemebene bereits geregelt sind, dass die Software aber immer noch nur sehr verhalten dann auch verwendet wird. Das kann man verstehen. Also man muss dann natürlich auch die entsprechenden Zyklen abwarten. Aber man muss sagen, also das System konsolidiert sich so langsam und wir hoffen jetzt als Kasse, dass auch die Beteiligung dann reger wird. Okay, danke. Das heißt, nochmal, also um es nochmal klar zu machen, auch nochmal Thomas, also ich habe Herrn Nisloni richtig verstanden, die anfängliche Meldung, nur wenige Kassen können EAUs empfangen, das geht jetzt auch Herrn Nisloni, aber auch nochmal an dich Thomas, diese Meldung ist eigentlich nicht mehr aktuell, das heißt eigentlich sind alle Kassen jetzt in der Lage, EAUs zu empfangen. Und teilweise gibt es noch sozusagen den Bedarf, dass wirklich die Praxisverwaltungssysteme jeweils ihre aktuellen Update-Zyklen laufen lassen. Ne? Genau, also vielleicht dazu nochmal, also streng genommen waren die technisch bereits schon zu Beginn Oktober empfangsbereit. Okay. Vielleicht müsste man hier an der Stelle nochmal ganz klar sagen, dass wir hier einen der Hauptmassenprozesse im Gesundheitswesen quasi von der Papierwelt in die digitale Welt übermitteln und selbstverständlich kann es am Anfang holpern. Wir drehen hier also eigentlich ein ganz große Räder und das, was wir gerade sehen, ist, dass wir wirklich, wie Herr Nisloni gerade sagt, eine Konsolidierung sehen, sodass
Die anfänglichen Probleme, wovon geredet wurde, sukzessive immer weniger werden. Und natürlich wird es weiterhin noch Probleme geben, die wir dann aber bilateral natürlich ausräumen. Das ist nun mal im Datenaustauschsystem so oder Programm so, dass der Sender was sendet, auf der anderen Seite wird was interpretiert. Und wenn es dem nicht gefällt, dann gibt es eine Fehlermeldung. Und da müssen wir uns dann sukzessive halt nähern. Gut, jetzt müssen wir schauen, ob es denn überhaupt klappt. Herr Nisloni, ist denn bei Ihnen was angekommen vom Herrn Söllenböhmer? Ja, klar, und wir haben auch schon zurückgeschickt. Gut, also, das heißt, bitte. Das ist wunderbar gelaufen. Also das heißt, also wir haben auch jetzt für den Test nochmal auf 60 Sekunden Abholung runtergedreht. Normal sind wir auch bei 5 Minuten. Und nee, ist wunderbar angekommen und ist auch entsprechend zurückgesendet worden. Also, dass der Patient natürlich nicht bei uns versichert ist, weil es eben halt ein fiktiver Testpatient war. Okay, Herr Söllenböhmer, dann wollen Sie noch mal Ihren Bildschirm teilen, ob Sie eine Bestätigung, Sie haben eine Bestätigung. Und das ist ja auch der normale Fall. Sie bekommen immer eine Bestätigung, dass Sie das geschickt haben, beziehungsweise in dem Fall jetzt der Versicherte, den gibt es eben nicht bei der TK. Sie bekommen auf jeden Fall, und sonst im Echtfall, Herr Nisloni, würde Herr Söllenböhmer eben eine echte Bestätigung bekommen natürlich, ne? Also der Echtfall ist eigentlich so, dass man sagt, möglichst wenig soll verschickt werden. Das heißt also, wenn alles in Ordnung geht, dann würde Herr Söllenböhmer eigentlich nur eine Zustellbestätigung anfordern, ja, okay, die er dann eben halt bekommt. Und dann geht man davon aus, dass die Kassen entsprechend abholen und das verarbeiten und eben halt nur in dem Fall, wo jetzt eben halt entsprechende Fehler auftreten, würde die Kasse sich per Fehler zurückmelden. Ansonsten kann man davon ausgehen, dass wenn in den nächsten 24 Stunden keine Fehlermeldung zurückgekommen ist, dass die Kasse das ordnungsgemäß verarbeitet hat. Gut, super. Also, dann haben wir alles heute gezeigt, was wir zeigen wollten. Wir haben elektronische Arztbriefe gezeigt über 4 verschiedene Praxen hinweg. Wir haben E-Nachrichten gezeigt, 3 verschiedene Praxen, alle mit unterschiedlichen Praxisverwaltungssystemen. Mit, ich glaube, das haben wir sozusagen unter der Motorhaube, ich glaube, 5 verschiedenen KIM-Providern hatten wir mal geguckt. Mhm. Und wir haben eine elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung geschickt. Wir hätten, wenn wir wirklich 1,5 Stunden machen, jetzt noch ein paar Minuten. Ich glaube aber, da wir sehr viel später angefangen haben, vielleicht haben wir noch ganz wichtige Fragen, Claudia, 2, 3 im Chat. Und zwar geht es nochmal um die Psychotherapeuten, die uns zuschauen, die auch gerne wüssten, wie die Beantragung und Bewilligung von Therapien, ob das demnächst abgewickelt werden kann mit den Krankenkassen über KIM, ob MDK-Anfragen, Arztkonsile eingeholt werden können und wie so die Ausbaustufen aussehen können. Genau, also wir müssen noch mal feststellen, dass KIM im Prinzip die gemeinsame sektorübergreifende Absprungbasis ist, wo jetzt viele verschiedene Verfahren drauf laufen können, wie zum Beispiel diese Antragsverfahren, die gerade angesprochen werden. Da hängt es natürlich jetzt stark an den zuständigen Sektoren, sich sozusagen zu entscheiden und sagen, ja, das ist ein Verfahren, welches beispielsweise elektronisch über KIM übermittelt werden kann. Aus meiner Sicht ist es ein absolut super Beispiel und ein schöner Kandidat dafür, der dann zukünftig auch auf KIM übermittelt werden könnte. Jetzt wurde angesprochen, der Medizin MDK, ist mir jetzt die Abkürzung, habe ich schon oft gehört, ist wahrscheinlich einer bei der Krankenkassen angesiedelter medizinische Dienst der Krankenkassen, ist ja inzwischen nicht mehr der Krankenkassen, der medizinische Dienst, ja. So, es ist möglicherweise eher eine rechtliche Frage, ob die eine Berechtigung haben, an der TI teilzunehmen. Grundsätzlich ist es natürlich auch denkbar, dass diese auch entsprechend KIM-E-Mails kriegen, sofern sie eine Berechtigung haben und über eine KIM-E-Mail-Adresse verfügen. Um die Frage zu beantworten, sofern die beispielsweise bei der Krankenkasse angesiedelt wären, dann würde ich sagen, ist es wahrscheinlich die eine und dieselbe juristische Person, die dann auch entsprechend die E-Mails intern weiterverarbeiten kann. Und ein schöner Abschluss
hoffe ich, auf jeden Fall aus dem Chat. Ab wann ist die Nutzung vom KIM-Dienst verpflichtend und sind die TI-Vorgaben für den stationären Bereich einer Belegklinik durch den KIM-Dienst in der Praxis erfüllt? Buch das Letzte, aber wenn du es verstanden hast, gerne. Also grundsätzlich unterscheidet man natürlich zwischen Pflicht- und Kann-Anforderung oder Anwendung. KIM an sich ist eher eine freiwillige Anwendung mit dem großen Aber. Es gibt sogenannte Anwendungen wie die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die wiederum Pflicht ist für die entsprechenden Vertragsärzte, Zahnärzte und Krankenhäuser und so weiter, wo dann aber die EAU dann eben mit KIM verknüpft wurde. Das bedeutet, grundsätzlich KIM ist erstmal freiwillig, aber über die EAU kam dann entsprechend diese Verpflichtung entsprechend rein. Also damit, mit der EAU und der Massenanwendung, haben wir im Prinzip dann bald einen sehr, sehr großen Nutzerkreis bei KIM. Gut, okay. Dann würde ich auch sagen, schließen wir jetzt, also nochmal mit einem großen Dank. Ich weiß nicht, wir können jetzt nur die Teilnehmer aus unserem dritten Chat sozusagen noch unter unserem dritten Zoom-Meeting, aber alle können, glaube ich, uns ja weiter hören und zuhören. Ich danke jetzt nochmal allen, die ich auch nicht sehe jetzt im Stream, für ihre Beteiligung, den Ärztinnen und Ärzten, den ganzen Herstellern, die möglich gemacht haben, dass wir hier, glaube ich, was gezeigt haben, was zwar irgendwie sehr selbstverständlich erscheint, was aber letztendlich doch etwas ist, was wir bislang im Gesundheits- Gesundheitswesen eigentlich noch gar nicht konnten. Ich freue mich sehr darüber, dass diese Möglichkeit jetzt endlich da ist. Ich danke natürlich auch all denjenigen, die draußen zugeschaut haben, die Fragen an uns gestellt haben, die auch die Geduld hatten, abzuwarten, dass wir hier leider wirklich eine deutliche Verzögerung heute hatten. Bleiben Sie uns gewogen. Wir werden als Health Innovation Hub, ist das heute der Abschluss eigentlich unserer letzten großen Veranstaltung mit einer weiteren Veranstaltung, die parallel noch läuft, einer weiteren Session. Wir bleiben alle dem Thema Digitalisierung und eben auch dem Thema KIM in diesem konkreten Fall natürlich treu. Und damit möchte ich jetzt für heute schließen und wünsche Ihnen allen, dass das gut funktionieren möge und dass Sie weiter davon profitieren, dass wir das Gesundheitswesen digitalisieren. Vielen Dank und dann tschüss für heute. Vielen Dank an Claudia und Thomas Jensen natürlich.